verehrte Gäste, willkommen bei dem Mobiliar im heißen Stuhl. Mein Name ist Peter Martaler. So einen heißen Stuhl nimmt man gerne so einen kalten Wintermorgen im April. Es ist auch ein heißes Thema, das wir diskutieren. Es geht um Menschen und Schicksale und sehr viel Geld. Da wird es emotional. Wir haben einen ganz spannenden Gast eingeladen. Ich begrüße herzlich den Martin Kaiser, Präsident von Compasso. Compasso? Compasso Ergo Sum, werdet ihr sagen. Was heisst das? Ist das etwas aus dem Orientierungslauf? Wo kommt der Name her? Herr Martaler, guten Morgen. Besten Dank, ich bin froh, es ist ein bisschen geheizt heute wirklich. Compasso, den Namen gibt es schon ein paar Jahre. Wir haben den Eindruck gehabt, wir brauchen einen Kompass in dieser Frage, wie gehen wir um mit Menschen, die gesundheitlich beeinträchtigt sind. Wo wir wissen, eigentlich gehören die Arbeitsmarkt. Es hat viele Initiativen gegeben, aber niemand hat so richtig den Kompass gehabt. Darum haben wir gesagt, wir nehmen uns diesem Thema an. Unser Name ist Compass, Compasso, weil der geht auch noch gerade in allen drei Landessprachen. Das passt. Compasso hat sich zum Ziel gesetzt, dafür zu sorgen, dass weniger Menschen aus dem Arbeitsleben rausfallen und den Weg nicht mehr reinfinden. Vielleicht ganz kurz für der Atmosphäre gerecht zu werden. Was sind so Eckwerte? Seit wann gibt es noch und was habt ihr schon erreicht? Also wir haben seit ein paar Jahren eine klare Vision. Was wollen wir? Wir wollen Arbeitgeber, die sensibilisiert sind auf das Thema gesundheitliche Beeinträchtigung. Und wir wollen diesen Arbeitgebern aber auch die Instrumente, die Werkzeuge in die Hand geben, dass die berufliche Eingliederung gelingt. Seit wann gibt es es? Es gibt es eigentlich schon ein paar Jahre als Compasso. Compasso ist ein Portal. Die Idee ist ganz einfach, ein Portal, ein Arbeitgeber, der sich um das Thema kümmert, findet alle Informationen, alle Instrumente. Das war aber nur der eine Teil. Es hat aus der IV-Geschichte heraus, wir wissen es alle, wir haben einen IV auf dem, als Sanierungsfall. Heute übrigens immer noch 13 Milliarden Schulden bei der AHV. Es ist noch nicht fertig. Da hat man gesagt, etwas ist schiefgelaufen. Wer gesundheitliche Beeinträchtigungen hat, ist in der Rente versorgt worden. Das kann es nicht mehr sein. Der Weg zu der Eingliederungsversicherung. Dann ist die Idee von Compasso geboren worden. Aber nicht nur von Compasso, es hat noch Verein Concerto gegeben. Der hat noch andere Vision gehabt, der hat festgestellt, es gibt viele gute Initiativen. Viele Player, die wollen, dass das gelingt, die berufliche Integration, aber es ist zu wenig vernetzt. Also entwickeln wir Methoden zur Vernetzung. Und dann hat man einen Think Tank FAIR gegründet, Früherfassung und Reintegration. Da sind gescheite Leute zusammengesessen und haben gesagt, wie gelingt das? Das war alles wunderbar gewesen. Der Bund hat ein bisschen mitfinanziert als Pilotprojekt. Vor 3 Jahren sind die Pilotprojekte erledigt sind und damit sind die Vereine eigentlich auch am Ende Geld gewesen. Und dann hat sich die Frage gestellt, und jetzt? Ist das Thema erledigt? Ist alles bestens, alles fertig? Dann haben wir entschieden, auch vom Schweizerischen Arbeitgeberverband, nein, das kann es nicht sein. Wir engagieren uns, aber unter einer Bedingung. Wir machen aus diesen drei Vereinen eine starke Organisation unter dem Namen Compasso. Wir haben das zusammengeführt und so sind wir heute unterwegs, gestärkt, mit grossem Erfolg. Und das freut mich. Und das ist die Idee, die Vision pflegen wir jetzt. Wir wollen Arbeitgeber, die sensibilisiert sind. Aber das reicht eben nicht. Wenn ich sensibilisiert bin, habe ich 2 Möglichkeiten. Ich kann hinschauen oder ich kann wegschauen. Ich schaue dann an, wenn ich weiss, es gibt Werkzeuge, ich bekomme Unterstützung, dann unternehme ich etwas, sonst schaue ich weg. An dem arbeiten wir von Compasso. Es gibt eine Zahl, die von euch am besten umschreibt, was ihr für Erfolg habt. Wie viele Menschen habt ihr seit Bestehen von Compasso wieder können zurückführen in den Arbeitskreislauf? Ich bin sehr froh, sind nicht unsere Zahlen. Das ist immer heikel, wenn man sie mit eigenen Zahlen schmückt. Aber entscheidend ist, dass die IV-Stellenkonferenz in ein paar Jahren wirklich ermittelt, die Leute, die bei ihnen gemeldet sind, sei es Rentenanmeldung, sei es berufliche Massnahmen, was auch immer. Und wie viel Erfolg hat man dort? Und das sind die letzten 4 Jahre, sage und schreibe 75'000 Menschen. 75'000 Menschen, die erfasst waren, wo man hat entweder können den Job erhalten oder in eine neue berufliche Zukunft hineinführen. Und da können wir, weil wir alle Partner vernetzen, unsere Scheiben abschneiden, weil es ist ganz wesentlich. Es ist ein Thema, das nur gelingt, wenn wir alle, die etwas beizutragen haben, an den Tisch bringen, miteinander schauen, was sind die besten Mittel und Wege,
Und diese Zahl, auf die sind wir stolz, die 75'000, ich glaube, das darf man zeigen, das darf man auch sehen. Ich glaube, ihr alle habt mindestens eins bis mehrere Beispiele aus eurem praktischen Arbeitsalltag von Kolleginnen und Kollegen, die einfach plötzlich, der ist nicht tot, zuerst denkt man, ja, das ist ein Grippe, weil das Bein gebrochen hat er nicht und ein anderer Unfall auch nicht. Also plötzlich kommt er, dann kommt gerade Burnout, ja, es geht nicht so gut, es ist auch psychisch, er geht auch länger. Irgendwie wissen wir nicht so recht, wie wir mit dem umgehen sollen. Und ich bin überzeugt, es hat auch unter euch verschiedene, die Vorgesetzte sind, die Kolleginnen und Kollegen führen. Was machen wir jetzt? Dann fragen wir jetzt den Martin Käser, was machen wir jetzt? Gehen wir von diesem Fall aus, jemand ist krank, weiß nicht so recht, es ist auch eben vielleicht ein bisschen psychisch. Es ist ja meistens ein bisschen psychisch, das ist ja so. Wichtig ist schon, Herr Marthaler, euer Ansatz. Wenn noch vor 4-5 Jahren, wenn ich hobe mit diesem Thema, dann ist immer so das Bild vom Behinderten. Man hat sich jemanden vorgestellt, der schwer behindert ist, vielleicht körperlich, und hat gesagt, ja, und was soll jetzt der am Arbeitsmarkt? Auch das ist möglich, wissen wir in der Zwischenzeit, aber es geht in die Richtung, wie ihr sagt. Wir reden heute von gesundheitlicher Beeinträchtigung. Und die fällt eben schon dort an, wo es mein ganzes Umfeld merkt, aber ich vielleicht noch nicht. Er hat das Stichwort Burnout gegeben, oder? Das ist ja so der Modebegriff. Und was heisst das? Oder? Ich werde vielleicht immer ein bisschen zynischer. Ich habe immer noch ein bisschen mehr und so. Und alle um mich herum merken es. Aber keiner sagt etwas, oder? Weil ich bin der Letzte, der es ja zugibt. Und entscheidend ist eigentlich das, das wissen wir heute. Das ganze Umfeld, je früher man handelt, desto besser. Also dann, wo ich noch nicht das Gefühl habe, ich bin gesundheitlich beeinträchtigt. Aber ich bin das Letzte. Dann ist es eigentlich die Aufgabe von meinem Umfeld, zu reagieren. Man kann sagen, angefangen, es ist eine Führungsaufgabe, zu reagieren. Wir müssen so früh wie möglich Massnahmen ergreifen. Das ist ganz einfach und das sehen wir auch bei Kompass, so finden wir alle die Instrumente. Jetzt weiss ich, jetzt kommt das Thema anschauen, wegschauen. Es ist eben manchmal ein bisschen schwieriger anzuschauen. Was heisst das in dieser Situation? Jetzt müsst ihr als mein Vorgesetzter mit mir ein bisschen schwieriges Gespräch führen. Das ist nicht so ganz angenehm. Wenn ihr kommt und sagt, ja, aber irgendwie bist du nicht ein bisschen zu fest unter. Nein, überhaupt nicht. Es läuft ja alles bestens. Das sind die Situationen, wir können es. Da ist es wichtig, wenn man das nicht so kann, uns findet ihr nachher einen Leitfaden, wenn man das könnte machen. Oder eine Checkliste, die hilft, um zu sehen, könnte jetzt das eine kritische Situation sein. Nachher die Situationen, wo gehe ich hin? Vielleicht habe ich irgendwie einen Versicherer hinten an, mit einem Case-Manager, und wo mir weiterhilft. Es ist ja nicht so, dass ich als Arbeitgeber allein gelassen werde und mit dem nachher einfach überfordert bin und nicht recht komme. Da gibt es heute Angebote, das ist ganz entscheidend. Das ist das Bild gesundheitliche Beeinträchtigung. Und da gibt es eigentlich zwei Sachen, die wir unterscheiden. Das grosse Potenzial liegt eben dort. Sehr früh, wenn das Band noch da ist, wenn ich noch am Arbeitsplatz bin, wenn so etwas passiert, sehr früh intervenieren und schauen, die richtigen Massnahmen zu ergreifen. Dass es gar nie so weit kommt, dass ich ohne Job da bin, dass man nachher die schwierigere Situation hat. Und das Zweite ist, denn die sogenannte Wiedereingliederung, selbstverständlich. Es kann Phasen geben, jemand ist länger weg, es ist eine schwierige Situation. Dann haben wir ein bisschen andere Ausgangslage, aber auch hier gibt es erste Erfolge. Wir können besser werden, aber es gibt erste Erfolge. Wie führen wir so gezielt zurück an den Arbeitsplatz? Oder wenn der Schorsch plötzlich weg ist, dann sagt der Fritz plötzlich, ich habe schon lange gedacht. Hey, mir ist schon lange nicht mehr gefallen. Aber passiert ist nichts. Das Pech ist natürlich, dass der Fritz nicht davor gesetzt ist, weil der hat sich sowieso zurückgehalten und gesagt, ja, das ist dem seine Privatsache. Ich kann doch dann nicht immer fragen, wie es ihm geht. Das ist jetzt einfach die Frage. Das ist so altherr definiert. Das ist im Prinzip, ja, die Befindlichkeit. Oder wir müssen schauen, dass der Bahn hat im Büro, dass der einen sicheren Arbeitsplatz hat, dass es vielleicht am Ende und am Mittwoch ein bisschen Flucht gibt und dass man etwas zu trinken kann, das nicht gerade zu teuer ist. Aber dann ist der fertig. Müssen wir hier als Vorgesetzte neue, Befindlichkeiten entwickeln, wie wir mit unseren Leuten, mit unseren Human Resources umgehen? Schaut, das ist alles tipptopp, oder? Ein bisschen Früchte und ein bisschen Wasser und so. Tipptopp, ich will nichts sagen gegen das, das sind alles gute Voraussetzungen. Aber entscheidend, Herr Marthaler, ist der Faktor, den ihr jetzt angesprochen habt. Es ist eine Führungsaufgabe,
das Bewusstsein zu schaffen. Oder wenn ich ein bisschen anschaue, die Diskussionen führen wir auch mit unseren Mitgliedern, mit unseren Branchen. Fachkräftemangel beispielsweise ist ein Stichwort. Und dann müssen wir sagen, jawohl, wir müssen Sorge haben zu diesen Human Resources. Schnell eine Zwischenfrage. Welche Branchen sind am meisten betroffen? Ihr habt so eine Hitliste von Burnout-Betroffenen. Gut, wenn wir zum Thema Burnout gehen, ist immer ein bisschen heikel. Oder? Aber was wir ja wissen, ist, dass das ja häufig nicht unsere schlechtesten Leute sind. Das sind Leute, die sehr engagiert sind, die gut sind, dann geben wir noch mehr Aufgaben, die vielleicht intrinsisch motiviert sind. Dann haben wir durchaus auch beispielsweise im öffentlichen Bereich, Gesundheitswesen, Schule und so weiter. Oder natürlich, wo wir mit Projekten arbeiten, oder? Wo wir ins Ziel setzen, wo wir Fristen haben, IT, so Sachen. Oder? Da hat es natürlich viele Leute, wo man durchaus ein bisschen gefährdet ist. Und da kommt der Aspekt mit der Führungsaufgabe. Oder? Das ist meine Aufgabe als Vorgesetzter. Das ist natürlich ganz entscheidend, wenn ich es auch bei einem Mobiliar mitbekomme, oder? Wo der CEO gesagt hat, das ist ein Thema. Da müssen wir achten drauf. Das ist wichtig, wie gehen wir miteinander um. Wir müssen die Sensibilität entwickeln, innerhalb der Teams, miteinander, aufeinander zu achten wieder. Und eben zu merken, oh, der Schorsch fängt jetzt einfach wirklich ein bisschen an, komisch zu tun. Und dann eben den Mut hat, das mal anzusprechen. Hilfe zu holen, auch intern. Miteinander schauen, wieder, dass wir vorwärts kommen. Weil eben, ja, Stichwort Fachkräfte geben jetzt, oder? Dann überlegen wir uns auf Massnahmen, wo holen wir nachher die guten Leute wieder her. Das einfachste Mittel ist, zu den guten Leuten, die wir heimschauen, dafür sorgen, dass die alle gut bleiben können und dass wir eine langfristige Beziehung haben miteinander, Arbeitgeber und Arbeitgeber. Jetzt hätten wir aber die Branche noch nicht genannt, die auf den ersten drei Plätzen. Ja gut, also. Ich habe jetzt Beispiele erwähnt, oder? Wir haben natürlich eben öffentliche Bereiche. IT habe ich erwähnt, oder? Das ist klar. Oder man kann vielleicht auch neue Branchen nehmen, oder? Sehr kompetitive Branchen. Bank, Versicherung, selbstverständlich, oder? Wo man weiss, man hat grossen Leistungsdruck, mit hochqualifizierten Leuten. Das sind auch Branchen, die wir gefordert sind. Ich bin fast sicher, dass ihr auch schon IT-Projekte in eurem Unternehmen, was heisst, gut. Der kann nicht mehr für den Projektleiter ist ausgefallen. Genau das ist. Und wenn man jetzt dort eben früher hätte ich geschaut, dass der mit seinen Ressourcen vernünftiger kann, hätte man ihn vielleicht gar nicht müssen setzen. Also die Erkenntnis, die ist jetzt mal relativ schnell gefasst. Man sollte halt. Genau. Jetzt ist die Frage, wo fängt man mit man sollte halt an? Genau. Jetzt gesagt beim CEO, jetzt die Frage, was macht Compasso ganz konkret, für das immer wie mehr Firmen Chefs und Chefinnen sagen, das ist mein Thema. Das Erste ist ganz klar die Sensibilisierung. Und sensibilisieren, es geht ja nicht nur darum, dass wir gute Menschen sind, sondern es darf durchaus auch darum gehen, dass wir aufzeigen, das bringt etwas. Und das bringt auch etwas betriebswirtschaftlich. Und ich bin froh, wir haben viele Mitglieder, wir haben heute mehr als 45 Mitglieder. Ich muss dazu sagen, das ist eben ganz entscheidend, dass wir total vernetzt sind. Das fängt an bei der Einfallstellenkonferenz, über den Versicherungsverband, über den Pensionskassenverband, über Behindertenorganisationen, hier bis zu einer ganzen Reihe von Arbeitgebern, kleine und grosse, die überzeugt sind. So arbeiten wir miteinander. Und jetzt, was können wir machen? Erstens sensibilisieren, aber wie ich gesagt habe, das reicht nicht, oder? Das tönt immer gut, sensibilisieren. Wir wissen, wir sollten etwas machen, es wäre ein Thema. Das reicht nicht. Wir hat zum Ziel gesetzt, dass wir miteinander die Kreise Prozesse entwickeln, Instrumente entwickeln, die funktionieren. Und zwar für die Leute in der Praxis. Ich denke an KMU. Bis so vor zwei Jahren sind wir gut in den Grossbetrieben. Da haben wir gemerkt, professionelle Haare und so weiter, da ist viel gegangen. Da haben wir aber gemerkt, wir müssen es auch abbrechen. Es braucht Instrumente, wo der Schreinermeister zu Schlag kommt. Das ist eine so klassische Situation. Auch ein paar Bürzer, der eine hat jetzt die Hand in die Maschine und jetzt wie weiter. Der hat intern wahrscheinlich keine Lösung. Aber wir können mir aufzeigen, dass das weitergeht, dass vielleicht die Branche am anderen Ort sucht, man einen Mann in Tabor. Wie bringen wir das an? Die Geschichte. Das ist unsere Zielsetzung, das stellen wir zur Verfügung. Und die Zahlen zeigen, die geben uns recht und was ihr stolz bin. Und das können wir wirklich allen Unternehmer sagen. Sitzen da und rechnen es. Aber rechnen wir noch schnell, was spart das Unternehmen, wenn eben eine Mitarbeitende oder ein Mitarbeiter nicht zum Krankheitsfall wird oder gar aus dem Unternehmen muss ausscheiden. Was spart das Unternehmen und was spart die Gesellschaft als Staat?
Also für das Unternehmen können wir ja sagen, irgendwie ein technisches Kader, irgendwie so mit einem Kader, 30-50% vom Jahresgehalt, so fort. Weil was heisst ja das? Wir warten ein bisschen zu lang, wir machen nichts. Dann kommt der Ausfall. Dann kommt mal mehrere Monate nicht mehr. Know-how-Verlust, den wir haben, dann ist die Frage vom Anschluss. Oder? Die Stelle wird nachher nicht mehr. Dann sind die Nächsten sind schon wieder überlastet. Oder? Vielleicht fällt der zweite hinter drei Jahre durch. Haben wir alles schon erlebt. Oder? Also Kosten en masse. Das ist mal die unternehmerische Sicht. Wir haben Mitglieder bei uns, die können sagen, heute, die haben heute eine Prozesskostenrechnung dahinter, dass sie mit dem gezielten Umgang, mit diesen Massnahmen, ihrem Konzern Millionen einsparen. Rein betriebswirtschaftlich auf Stufe Unternehmen. Jetzt, wenn wir in die volkswirtschaftliche Dimension hineingehen, ist natürlich klar. 75'000 Menschen haben wir gesagt, was wäre mit denen sonst passiert. Wir warten zu lange, die klassische Karriere, am Schluss sind wir sie dran, haben wir sie dran. Und dann denken wir immer nur an die Einfall. Aber jetzt sind wir hier in der beruflichen Vorsorge, messberufliche Vorsorge. Und das ist natürlich auch mein Appell, oder? Wir wissen, in den Leistungen in der beruflichen Vorsorge profitieren wir enorm. Enorm von diesen Massnahmen. Darum gibt es ja auch Firmen wie Mobiliar, die sich engagieren. Für mich dürfte sich die Welt von der beruflichen Vorsorge noch viel mehr engagieren, weil man ist ein grosser Profiteur, auch in Franken und Rappen, auf diesem Gebiet. Und es ist ja so, oder, wenn wir einfach da schauen, volkswirtschaftlich gesehen, der Sanierungsfall Einfall. Wir haben vor 10, 12 Jahren fast 30'000 Neurenten gehabt pro Jahr, auf der Einfall. Immer mit einer Rente von der beruflichen Vorsorge hinten dran, nicht vergessen. Ne? Heute haben wir weniger als die Hälfte. Heute haben wir weniger als die Hälfte. Und das ist der Erfolg vom Ganzen, die 75'000. Aber es ist immer noch zu viel, wir wissen es. Wir haben immer noch 3'000 Neurenten pro Jahr unter 30 Jahren. 3'000 pro Jahr unter 30 Jahren. Jetzt kann man schnell ausrechnen zusammen. Jemand, der 40 Jahre in der IV-Rente ist und der hat eben dann noch fast keine berufliche Vorsorge gehabt, oder? 20, 22, 24, der ist noch das Leben lang in der Ergänzungsleistungen. Jeder solche Fall kostet uns volkswirtschaftlich gesehen ein paar Millionen Franken durch sein Leben. Ein paar Millionen Franken. Da lohnt es sich, etwas einzusetzen und zu investieren. Und da lohnt es sich auch, zu investieren. Vielleicht als Pensionskasse kann ich ein Case Management anbieten. Wieso denn nicht? Versicherer machen es die meisten schon. Es lohnt sich und es rechnet sich volkswirtschaftlich, es rechnet sich betriebswirtschaftlich. Und alle die, die bei uns mitmachen, die haben einen Nutzen davon. Und das ist legitim. Das wollen wir ja auch. Wir wollen die einfach zusammenbringen, dass wir den Nutzen können optimieren können. Menschen und Schicksale und ein Haufen Geld. Wir haben es am Anfang versprochen. Ich glaube, wir haben es können halten, ganz spannenden Inhalt. Vielleicht hat jemand gerade aus dem nächsten Umfeld eine brennende, dringende, drängende Frage an Martin Kaiser. Für die hat es noch gerade Platz. Klare Worte mit klaren Informationen. Unser Stand oben bei der Mobiliar im ersten Stock steht euch jederzeit zur Verfügung, um zu hören, was der Mobiliar ganz konkret mit der Idee und was so wir machen. Wir haben gehört, 45 Firmen sind auch dabei. Ich glaube, da ist noch ziemlich Luft nach oben. Da ist noch Luft nach oben. Ich mache natürlich den Werbespruch sehr gerne, Herr Marthaler. Seit sich der Bund zurückgezogen hat vor 3 Jahren vollständig, haben wir gesagt, das kann ja nicht sein. Wir treiben das voran, wir treiben es weiter. Wir sind vollständig privat finanziert. Das heisst, wir finanzieren uns wirklich aus Sponsoren und Mitgliederbeiträgen. Ganz viel Milizarbeit, da bin ich besonders stolz. Wir haben Instrumente in unserem Think Tank, wo uns unsere Mitglieder die besten Leute schicken, die tageweise gratis und Franken können Projektarbeit machen, weil wir überzeugt sind, dass es eine gute Sache ist. Aber es ist natürlich auch bei uns so, wir sind ein Verein mit 10'000 in diesem Jahr. Wir können so viel machen und so weiterkommen, wie wir getragen werden, wie wir unterstützt werden. Und die Luft nach oben, die ist da. Ich denke, es hat auch Platz für Pensionskassen. Erste machen mit. Auch hier kann man sich engagieren. Versicherungswelt macht mit. Wir sind interessiert daran, viele weitere Arbeitgeber zu finden, die es nicht nur machen, sondern auch noch das Zeichen setzen und sich bei uns bei Compasso engagieren. Ideen haben wir noch viel. Der Schuh drückt noch vielen Orten. Arbeitgeber sind konfrontiert. Wir geben euch das Thema Medizin, Ärzte, Arztzeugnis, die ganze Geschichte. Eines von unseren nächsten Zielen. Sind wir dran, Kontakt aufzubauen mit den Ärzten, die das Interesse kommt. Auch hier haben wir noch viel Potenzial, wo wir uns miteinander verbessern können.
jetzt gerade in Bern oben im Ständeratssaal und im Nationalratssaal wird wieder laut gerufen, Herr Schneider-Ammann, flankierende Massnahmen, wir wollen endlich etwas sehen, für den Fachkräftemangel zu bekämpfen. Das, was Compasso macht, das ist konkret, hat erste Zahlen, 75'000 Menschen seit 2012 oder wer wieder zurück in die Arbeit gefunden haben. Ich glaube, das sind Massnahmen, die Unterstützung verdienen, auch eure Unterstützung. Und in diesem Sinne danke ich herzlich für eure Aufmerksamkeit. Heute Nachmittag um 3 Uhr haben wir hier einen Gast aus der Praxis, aus einer Personalabteilung, und zwar von Swiss International Airlines, der uns erzählt, wie ein Case Management im praktischen Sinn bei der Swiss funktioniert. Für Leute, die gerne fliegen würden, aber nicht dürfen aus gesundheitlichen Gründen, was man mit denen am Boden auch noch könnte machen. Für diese praktische Massnahme ist Swiss jetzt gerade ausgezeichnet worden. Können wir hören am 3, wie das funktioniert. In diesem Sinne, allen noch einen schönen Tag und danke für den Besuch.